Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Wir besuchen jetzt mal den Tuning Shop, denn ich habe was vor. Und zwar wollte ich den Wagen jetzt mal aufpimpen ein bisschen und dann direkt die nächste Hauptmission annehmen, damit wir auch mal was zu sehen bekommen. Letzte Folge haben wir die Werkteile gefunden und ja, die Latino-Gang endlich mal fertig gemacht. Und jetzt sehen wir hier das Getriebe, können wir zum Beispiel uns organisieren, das Steuergerät ebenfalls. Also, da kaufe ich jetzt mal was, weil wir haben ein bisschen Cash, das Getriebe lohnt sich auf jeden Fall. Für 12.000 hole ich mal und ein Steuergerät hole ich jetzt einfach auch mal. Hier, das erhöht nämlich auch nochmal das Tempo eindeutig. 0,5 und PS werden auch nochmal Höchstgeschwindigkeit, pipapo. So, jetzt haben wir diese Möhre richtig gut ausgepimpt. So, ich denke mal, die ist jetzt noch nicht optimal für diese Mission. Aber, ey, das kriegen wir hin. Deswegen, let's go. Ich könnte den natürlich noch ein bisschen tunen vorher, auch noch ein paar andere Sachen reinballern. Aber vor allem optisch noch ein bisschen umtunen, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt auch so hin. Ich bin nämlich gespannt, wie es weitergeht mit dem Highway-Überfall. Und ich bin gespannt, was wir danach vielleicht noch für Karren kriegen. Wir haben ja jetzt auch viele freigeschaltet, können wir uns aber im Moment nicht kaufen, weil wir haben ja den Mercury vorletzte Folge uns organisiert. Erinnert ihr euch vielleicht dran, deswegen ist das momentan leider nicht drinne. Ja, der Wagen ist cool. Mag den auf jeden Fall. Den Street Racer schaffe ich locker. Ja gut, diese kleinen Rennen mache ich jetzt ja gar nicht groß. So, sind wir geblitzt worden, haben wir noch die paar Punkte mitgenommen. Nee, wir wollen jetzt hier halt wirklich mal Hauptmission wieder weitermachen. Komm ich da hoch? Ja, komm ich. Wow, mega. So muss das laufen, das ist Need for Speed, Freunde. Im Rausch der Geschwindigkeit. Saraza, wieder unterwegs. Zum Highway-Überfall. Okay, ich bin bereit dafür, verdammt. Ich bin bereit. Ich hoffe, ich habe nicht den Wagen gewechselt jetzt. Aus Versehen. Oh, wir stehen falsch rum. Ist das schon mal gut? Du bist hier. Gut. Hör zu. Das Haus schickt Konvois in die Stadt und mit dem nächsten kommt mein Königseck. Aufgerüstet mit neuer Tech. Du und deine Freunde werdet ihn mir zurückholen. Warum sollten wir? Weil du es mir schuldig bist. Außerdem lass ich deinen Kumpel Raph einen Blick unter die Haube werfen. Das genügt mir. Wir sind dabei. Gut. Also, es sieht so aus. Mhm. Der Truck mit dem Königseck erreicht in 2 Stunden die Stadtgrenze. Wir fangen ihn ab und schnappen uns die Fracht. Er wird Teil eines Konvois sein. Wie lautet der Plan? Es muss schnell gehen. Bring mich nah an den Truck ran. Alles andere erledige ich. Raph, hast du aus dem Mustang schon einen Runner gemacht? Yep, genau nach Vorgabe, inklusive Panzerung. Er verkraftet was und kann auch austeilen. Perfekt. Mac, hast du mit Raph die Drohne flugbereit gemacht? Ich werde alles im Blick haben. Na dann, zahlen wir es dem Haus heim. Ja, geil! Jetzt mit dem Mustang hier unterwegs. Na dann, schnappen wir uns einen Hypercar. Die Drohne ist online und ich suche jetzt nach dem Konvoi. Ihr müsst so schnell wie möglich zum Treffpunkt. Was auch immer Raph mit dem Mustang angestellt hat, er fühlt sich wuchtig an. Irgendwie kampfbereit. Oh. Vergiss nicht, Ty. Das Haus wird den Konvoi mit Enforcern schützen. Sobald wir sie los sind, musst du mich auf den Truck bringen, bevor er den Ember Valley Tunnel erreicht. Dann sind wir im Geschäft. Ihre Luftüberwachung wird im Tunnel blind sein. Der ideale Zeitpunkt, um zu verschwinden. Ein perfekter Plan. Ich muss erstmal mit dem Auto wieder klarkommen. Fällt es ganz anders. Im schlimmsten Fall improvisieren wir. Richtig? Das wird nicht nötig sein. Mac, wie lange kennst du Jess schon? Sie hat immer einen Plan B. Oh, und einen Plan C. Ein Plan D, ein Plan E. Ganz genau. Was ist denn Plan A und B zusammen nicht klappen und Plan C dann auch nicht ausführbar ist? Mir geht's nicht um Action, Mac. Mir geht's um den Job. Und um den Spaß dabei. Man kann ja nicht an alle Pläne anknüpfen, leider. Ich bin hier, um euch zu helfen, in Rush zu kommen. Mehr nicht. Aha. Ich mein's ernst. Was immer du sagst, Jess. Boah, schade, ich dachte, es klappt. Jetzt komme ich drüber, okay. Zum Glück. Ah, oh, da gibt's keinen Superjump, Leute. Ihr wisst, was ich vorhatte, oder? Ich wollte da eigentlich nochmal so einen richtig fetten Jump über den Canyon versuchen. Nicht jetzt irgendwie, ach ja, die Autobahn ist leider nur da. Schade. War der Show-Effekt. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Fahr zum Treffpunkt.
Und da sind wir auch beim Treffpunkt. Ups. Rowdy. Ich sehe ihn. Der Truck ist fast da. Und er ist nicht allein. Los. Ich finde ihn super cool, den Muster. Let's go. Bring mich an den Truck ran, bevor er im Tunnel ist. Und das könnte dieselbe Mission sein, die ich mal eine Demo spielen durfte, bei der Gamescom. Ich glaube, sie ist es, aber vielleicht ein bisschen verändert, man weiß es nicht. Die ist auf jeden Fall sehr geil. Das Haus lässt uns nicht mal in die Nähe des Trucks. Wir müssen diesen Wagen loswerden. Mit Vergnügen. Verpieselt euch. Adios. Macht's gut, ihr kleinen Bitches. Sauber, Tyler. Dann bleibt nur noch einer. Ah, der hat uns beinahe weggescheuert. Und dranbleiben natürlich. Solange der Kerl noch fährt, kommt ihr nicht an den Truck ran. Ihr müsst... Jo. Die loswerden. Ja, so gefällt mir das. Schnappen wir uns den Truck. Gar nicht übertrieben. Die ist richtig geil, die Mission, Leute. Das ist Action. Jess, bist du bereit? Bring mich in Position. Vorsicht! Scheiße! Was ist los? Er hat mich ausgebremst. Den kriegen wir. Was zum Teufel? Der Typ dreht voll durch. Hier geht irgendwas Größeres vor sich. Nur für ein Auto würde das Haus nicht so weit gehen. Was ist der Plan? Neuer Plan. Vergiss den Tunnel. Wir schnappen ihn uns, bevor er die Stadt erreicht. Seht ihr das auch? Wir sehen und spüren es. Was zum Teufel? Der dreht ja völlig am Rad. Ich sehe sie. Schalt sie aus, Mann. Boah. Bams. Denk mal auf. Okay, die müssen wir jetzt ausschalten. Den BMW X6. Wunderbares Auto auch, sehr schöner Wagen. Überhaupt zwei meiner Lieblingsautos hier mit dem GT, dem Mustang und dem BMW X6. Finde ich beide sehr smooth. Ein bisschen assi, ein bisschen evil, aber geil. Boah, yeah, mit so einem Fass. Diese Typen sind tougher. Das sind verfluchte Panzer. Wir machen sie trotzdem fertig. Oder kommen noch mehr? Leute, das Haus schickt Verstärkung. Kein Problem. Noch einer, schalt ihn aus. Zeit ist zu Ende zu bringen. Leute, im Polizeifunk ist die Hölle los. Wir haben Aufmerksamkeit erregt. Dann sollten wir uns etwas beeilen. Yeah, du verabschiedest dich auch mal. Sayonara. Diesmal. Okay. Ich glaube, die sind hier los. Mac? Yep, der Truck gehört ganz euch. Wisst ihr, der Kollektor wird durchdrehen, wenn er erfährt, dass wir sein neues Spielzeug haben. Auge um Auge. Der Truck hat auf jeden Fall auch Nitro oder so. Der ist so schnell unterwegs. Gib's zu, Jess. Das hat dir gefehlt. Was? Mein Leben für Geld und Ruhm zu riskieren? Ja. Ein bisschen vielleicht. Da kommst du niemals rauf. Wie sieht dein Plan aus, Jess? Weiß ich noch nicht. Bring mich näher ran. Boah. Ich sehe da was. Jess, ich habe eine richtig miese Idee. Mac? Die Leiter an der rechten Seite, da kommst du rauf. Alles klar. Ty? Bring dich in Position. Verdammt. Mega. Wie geil. Halt ihn ruhig. Der ist so geil. Das ist die Mission, Leute. Das nenne ich mal ein Auto. Gute Arbeit, Team. Wir
Wir sehen uns da. Der Mustang ist zu heiß. Ich werde ihn los und komm dann nach. Jess, dir sitzen massenhaft Cops im Nacken. Bist du sicher, dass du das hinkriegst? Mit dem Auto? Die haben keine Chance. Das ist jetzt mies. Hat's gerade gelägelt. Also, Jess, wie fährt er sich? Kennst du das, wenn man aufs Gas drückt und der Motor für eine Sekunde zum Leben erwacht? Oh, ja. So ist es. Nur hört es niemals auf. Ich fass es nicht. Du bist schon auf halbem Weg zum Airfield? Ich mag dieses Auto. Entschuldigung. Den noch bekommen habe ich. Okay, let's go, weiter. Du bist fast da, Jess. Mega Ablenkungsmanöver, oder? Komm, Freunde. Der Wagen ist der Oberkracher. Ach du Scheiße. Ja, dann kann ich ihn endlich fahren. Sorry, oh ja, der König, wenn er noch ankommt. Einen Gambler, nachdem Raph einen Blick unter die Haube geworfen hat. Verdammt, wieso darf ich nie die coolen Wagen fahren? Raph, Jess ist da. Was, jetzt schon? Mega, Alter. Jetzt langsam komme ich auf die Karre klar. Ey, da muss ich mich super erstmal dran gewöhnen. Schade nur, dass wir ihn nicht behalten. Das Ding ist heiß. Fahren in die Werkstatt. Ich werfe einen Blick unter die Haube, um rauszufinden, was so besonders an ihm ist, bevor wir ihn zu Rhea bringen. Das war der Highway-Überfall. Neuer Wagen beim Händler freigeschaltet. Ja, mega, ey, der Lotus. Ah, der ist auch nice. Der Mercedes-AMG, der G63er, den haben ja viele. Der kostet auch ein Schweinegeld, obwohl der aussieht wie eine Förstermaschine. Sie haben also den Wagen verloren. Ihr wiederholtes Scheitern beunruhigt mich. Ich werde die Diebe finden. Sie haben mein Wort. Meine Investoren werden nervös. Ich habe sie aus The Barrio geholt, um Dinge zu regeln. Werd ich. Hoffentlich. Was unter seiner Haube steckt, ist mehr wert als ihr Leben. Wer, wenn du das warst, Morgan? Da kommt uns unser Haus niedergebrannt. Was will die eigentlich, die Alte? Da fährt sie erstmal hier posaunend los, aber in Wirklichkeit ist sie voll die Bitch. Sorry. Ist so. Wir sind voll verarscht. Tyler, meine Leute haben den Regera abgeholt. Miller hat zwar das Fahrwerk und die Bremsen ruiniert, aber darüber will ich mal hinwegsehen. Wie großzügig. Ja, oder? Hör zu, wir müssen uns treffen. Was, jetzt? Ja, jetzt. Wir sehen uns downtown, am Elysium Casino, auf der Rückseite. Mhm, downtown, downtown. Boah, da sehe ich schon eine Sprungschanze da hinten. Okay, da vorne. Ne, das war ja der Highway-Überfall. Haben wir ja schon gemacht, wir müssen jetzt hier runter. Ich wollte schon sagen, Casino, so um die Ecke. Okay, dann werden wir da mal rüberdüsen. Brad, der Gambler hat den Wagen. Gut. Er wird ein echt gutes Team brauchen, um aus dieser Tech-Cloud zu werden. Du konntest sie nicht knacken? Nein. Das Steuergerät ist eine Spezialanfertigung mit Hardware-Verschlüsselung. Sowas habe ich zuletzt in Singapur gesehen. Was zum Teufel stellt das Haus mit so einer Tech an? Keine Ahnung. Aber bleib wachsam. Willst du und ich will es tun. Ihr seht, warum ich nochmal zugedreht bin. Yeah! Boah. Oh. Ey, der war doch gar nicht so verkehrt. Ey, da brauchst du auf jeden Fall eine richtig schnelle Karre. Brauchst du ein richtig schnelles Fahrzeug, um den Sprung richtig geil zu meistern. Wow! So, raus hier. Fahren wir mal zum nächsten Punkt. Zum Point of No Return. Und schöner Offroad-Drift hingelegt. Und wieder zurück auf die Strecke. Juhu! Genau so. So muss das laufen. Die Autos kommen ja recht unbeschadet immer davon. Deswegen kann man sich auch wirklich Scheiße erlauben. Das ist gar kein Thema. In Need for Speed, da darf man Kacke fahren. Zack. Ja. Yeah. Oh. Rempel dich durch die Mauern. Und Entschuldigung. Ich freue mich schon auf unser nächstes Auto auch. Jetzt habe ich natürlich den Mercury gekauft, den können wir auch noch herrichten. Hier ist eure Hüterin. Mit den Wüstenwinden kommen auch ein paar heiße Gerüchte. Ein junger Racer namens Ty sorgt für mächtig Wirbel, indem er einige der Oldschool-Ligen von der Straße fegt. Wer ist der Kerl?
Ist er Single? Angeblich könnte Ty sogar gut genug für den Outlaws Rush sein. Auch wenn er bis dahin noch einiges vor sich hat. Ty, mein Freund, bleib dran und misch die Ligen weiter auf. Aber arbeite an deinem Wagen, Mann. Sonst schaffst du es nicht mal bis zur Startlinie des Outlaws Rush. Oh, ich arbeite an ihm, glaub mir. Da sind wir doch schon die ganze Zeit dran. Aber leider... Oh cool, die haben wir auch noch bekommen. Nice. Bin ich zum Glück nicht zu früh in die Eisen gestiegen. Ich mag es in der Stadt irgendwie ziemlich gerne. Ich finde cool. Oh, ey, das ist ein Geldtransport, oder? Yo, Mann. Ist auch nicht mehr weit, dann sind wir auch endlich da. In der Stadt geht natürlich doch einiges mehr auch. Da ist jetzt das Vierturm, von dem ich runtergesprungen bin. Dieser in Wirklichkeit, weil diese Stadt, habe ich ja schon erwähnt, für die, die es nicht wissen, was wir jetzt nicht regelmäßig verfolgen, ist Las Vegas nachgeahmt. Ach, ich habe den mal als Bremse benutzt. Das Gute ist, dass der Auto immer wieder fresh rauskommt, also halt so wild alles. Oh, Speedrap, komm, den holen wir. Beam. Ich habe jetzt gerade einen Sprung gemacht, weil ich jetzt nicht wieder durch die halbe Landschaft fahren wollte und wir da ja uns das Geld jetzt sparen müssen für eine Schnellreise. Habe ich den quasi umsonst gemacht, ja? Im Video, in dem ich da hingefahren bin. Und hier ist der Gambler. Haben wir schnell das Treffen jetzt hier auch mal. Komm, zagadi. Gambly Gambler. Was ist da nun los? Hey, ich wollte dich gerade... Tyler, der Konvoi-Job war übrigens gute Arbeit. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich? Es ist unmöglich. Ich bin so beeindruckt, dass es mich inspiriert, eine Menge Geld auf euch zu setzen. Mhm. Deine Crew hat das Zeug dazu, die Drift- und Drag-Rennen der Stadt zu beherrschen. Das heißt Shift, Lock und Riot Club. Besiegt ihre Bosse und ihr kommt dem Rush einen Schritt näher. Denkst du, ihr könntet das für mich tun? Oh, und sag deiner Freundin Jessica, jemand, den ich kenne, hat einen Job für sie. Eine VIP-Abholung. Ich schicke die Details, okay? Naja, sowas haben wir bisher noch. Guter Junge, war nett. Hm. Neue Mission verfügbar in der City. Alles jetzt klar, hier. Alles klar, Leute. Wir knöpfen uns den Riot Club und Shift Lock vor. Das heißt, ich brauche einen Dragster. Gib Bescheid, wenn du einen hast, dann stimmen wir ihn ab. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Ich kümmere mich selbst um meinen Wagen. Danke. Es wird Zeit für ein paar Drifts. Oh, Jess? Der Gambler sagte was von einem Job für dich. Du müsstest die Info schon haben. Wirklich? Interessant. Wie sieht denn unser Auto aus, bitteschön? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was gibt's denn noch so für ein Chill hier auf der Karte? Da können wir mal die Orte, die Aktivitäten haben wir da auch noch und die ganzen Events auch noch am Start. Und hier sehen wir, jetzt können wir uns hier Ride Club Drag rennen oder halt Shift Lock. Okay, melde dich beim Underground Soldier von der Shift Lock Liga, einem geheimnisvollen Racer, der Präzisionsdrifting mit Techno-Anarchie verbindet. Okay, Alter, muss ein sympathisches Kerlchen sein. Und das werden wir auch machen. In der nächsten Episode von Let's Play Need for Speed Payback, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Folge lang genug ist, weil ich hatte ja inzwischen durch einen Schnitt gesetzt, um die ganze Fahrt und so rauszuschneiden, um mich damit nicht zu langweilen halt, ne? Ich weiß aber nicht, wie gesagt, ich mache die ab und zu mal raus, die Fahrtszenen, ab und zu lasse ich sie drinne. Je nachdem, so würde ich sagen. So lassen wir es. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Payback. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder fleißig einschalten würdet. Bis dahin, ciao. There's something much bigger going on here. Jump!